In diesem Video soll es ein finales Update geben zu den technischen Veränderungen, die ich vorgenommen habe, um in Zukunft bessere Videoqualität entsprechend zeigen zu können. Ja, und damit erstmal Hallo zu diesem Video. So manch ein Schritt muss manchmal auch ein bisschen gut überlegt sein und sollte dann auch entsprechend zur richtigen Zeit kommen. Und ich bin der Meinung, dass jetzt einfach die Zeit, ja, mehr oder weniger gekommen ist, hier einen kleinen Systemwechsel vorzunehmen, um einfach, ich sag mal, für die Zukunft ein bisschen besser gewappnet zu sein, auch was die Qualität entsprechend angeht. Als Hauptkamera in Anführungszeichen in dem Sinne dient mir weiterhin ein Handy, also gefilmt wird weiterhin komplett mit dem Handy und in dem Falle ist es das Huawei P50 Pro. Mit dem habe ich auch schon die letzten, ja, von den letzten 20, 25 Videos die ganzen Zwischensequenzen auch schon gedreht und das macht unterm Strich eine super Arbeit und kann auch 4K. 4K habe ich allerdings in der Vergangenheit das Problem gehabt, dass mein PC-System das Ganze nicht verarbeiten wollte. Das Ganze war ja mit Wackler, mit Ruckler verbunden und war auch kein schönes Arbeiten. Und insofern habe ich auch hier ein Update vorgenommen und mir ein neues System zugelegt, was jetzt auch endlich flüssig 4K verarbeiten kann. Dieses Video hier ist auch komplett in 4K erstellt und sollte auch in 4K verfügbar sein. Da müsst ihr einfach mal in den YouTube-Einstellungen vom Player und in der Qualitätseinstellung einfach mal nachschauen, ob ihr 4K auswählen könnt. Sollte eigentlich der Fall sein. Und insofern, ja, mehr oder weniger nach meinem kleinen 4K-Mini-Video, was ich euch gestern hochgeladen habe, jetzt das erste in dem Sinne richtige Video in kompletten 4K. Die Entscheidung für das Huawei P50 war keine einfache Entscheidung. Ich habe mich so viel vorab informiert über verschiedene Handymodelle und die Kameras und die Vorzüge und die Vorteile und die Nachteile, dass ich am Ende gar nicht mehr wusste, ja, was ist überhaupt noch kaufbar, was ist nicht kaufbar. Und das war absolut keine einfache Entscheidung. Und ich sag mal so, das Grundsätzliche ist ja auch, ich meine, das ist was, das eine ist, draußen rumzulaufen und Landschaften zu fotografieren und zu filmen oder irgendwelche Gebäude und Personen. Aquaristik, Fische ist nochmal eine komplett andere Hausnummer und da gibt es leider extrem wenig Vergleichsmöglichkeiten. Da kannst du bei YouTube suchen, so viel wie du willst, da wirst du nicht so arg viel finden. Für die älteren Handymodelle kein Problem, aber eben für, ich sag mal, neuere Geräte wird es dann schon extrem schwierig, da mal einen, ich sag mal, vernünftigen Vergleich irgendwie ja, zu bekommen, sich mal gewisse Eindrücke irgendwo zu holen und das ist aus meiner Sicht leider etwas schade. Die Liste der möglichen Kandidaten wurde dann irgendwann mal immer kleiner und zum Schluss blieben noch das iPhone 13 Pro übrig und eben das Huawei P50 Pro. Und ich habe mich dann für das Huawei P50 Pro entschieden, weil beim Apple immer wieder schlechtere Fokus so ein bisschen angekreidet wird, dass das eben nicht sauber arbeitet, dass es da teilweise Lichtreflexionen gibt. Und das wollte ich in jedem Falle vermeiden. Und insofern fiel meine Entscheidung auf das Huawei. An der Stelle möchte ich euch mal ein paar Eindrücke zeigen, die ich im Laufe des gestrigen Tages aufgenommen habe. Und die sind fast alle im Automatikmodus entstanden, bis auf eine Ausnahme, auf die komme ich aber später nochmal speziell zu sprechen. Und ja, Automatikmodus in dem Sinne, also Kamera an und lass einfach laufen. Was man sagen muss, also die Reaktion vom Fokus auf Scharfstellen ist schon wirklich richtig gut. Das macht richtig Spaß. Da hast du eigentlich überhaupt keine Mühe, ein paar gescheite Aufnahmen hinzubekommen. Du musst quasi nur sehen, dass du die Kamera entsprechend ruhig hältst. Nicht so sehr das Ganze eben verwackelt, auch wenn die Stabilisierung einigermaßen gut funktioniert und ein bisschen was abfedert. Natürlich, wenn du eine richtig zitterliche Hand hast, wird es ein bisschen blöd. Ist vollkommen klar. Aber eben dieser Fokus arbeitet richtig schnell. Da bist du eigentlich gar nicht gezwungen, dass du ständig auf das Display tippst, um nachzuschärfen. Das macht das Gerät schon richtig zuverlässig und vollautomatisch. Sieht man hier, glaube ich, bei den Platydoras costatus richtig gut. Die Tiere sind von der Bewegung her richtig hektisch unterwegs und da weißt du nicht, schwimmt er jetzt rechts, schwimmt er links. Und da muss ich schon sagen, hat das Huawei richtig gute Arbeit gemacht, hat die Bewegung sauber eingefangen. Und ja, da muss ich schon sagen, kann man nicht meckern, wenn man sich diese Aufnahmen hier anschaut. Da geht mit Sicherheit noch mehr, gar keine Frage. Also gerade in der Nachbearbeitung könnte man mit Sicherheit noch einiges mehr rausholen.
Aber darauf habe ich jetzt eben in diesem Sinne hier verzichtet, denn ich möchte euch ja quasi Aufnahmen präsentieren, die für jeden Laien mehr oder weniger einfach zu machen sind, ohne irgendwie nochmal speziell in irgendwelche Details gehen zu müssen. Für mich ist ja auch das Thema Videoschnitt, Videobearbeitung komplettes Neuland. Das habe ich ja schon so oft erwähnt. Und auch hier musste ich mich erstmal in gewisse Dinge hineinarbeiten. Und ja, ich glaube, von meinem Videoschnittprogramm nutze ich aktuell so um die 20%. Beim Rest traue ich mich einfach noch nicht ran. Ist einfach so. Und auch da kann man unterm Strich nur hinzulernen. Dann hier nochmal ein paar Aufnahmen vom Zimmerpflanzen-Aquarium. Da hatte ich ja schon mal diesen kleinen 4K-Clip hochgeladen. Und hier muss ich sagen, hat mich das Huawei mehr oder weniger richtig überrascht, denn das sind Aufnahmen, die habe ich am Abend gemacht. Da war die Beleuchtung auf in etwa 30% schon heruntergedimmt. Und was die Kamera da herausgeholt hat, ist aus meiner Sicht richtig klasse. Also mit wie wenig Licht das Huawei in dem Sinne klarkommt, um da wirklich noch super Ergebnisse zu liefern, ist schon aus meiner Sicht richtig klasse. Die einzige Sequenz, wo ich ein bisschen am ISO-Wert gespielt habe, den habe ich noch ein bisschen nach unten korrigiert, war hier bei den Pastellgründeln. Und ja, wenn man den ISO-Wert ein bisschen verringert, dann wird das Bild an sich etwas dunkler, allerdings das Objekt, was man filmen möchte, wird aus meiner Sicht deutlich schärfer, deutlich detailreicher und auch die Farben kommen wesentlich besser zur Geltung. Und ich denke mal, das sieht man hier bei der Pastellgründel richtig gut. Und gerade so zum Ende hin, wo dann die Kamera sich so langsam aber sicher ja auf das Objekt mehr oder weniger eingeschossen hat und auch mit der Schärfe immer besser klar gekommen ist, sind da schon richtig ordentliche Aufnahmen entstanden aus meiner Sicht. Und es macht einfach ja richtig viel Spaß, mit diesem Teil zu arbeiten. Aber auch hier die ISO-Werte, das einzige, was ich verändert habe, die komplette Schärfeinstellung macht das Gerät vollautomatisch selber und das auch, wie ich finde, in einer annehmbaren Zeit. Natürlich könnte man jetzt die besten Aufnahmen entsprechend zusammenschneiden und hintereinander wegsetzen, dann hätte man unterm Strich ein, ich sag mal, hochscharfes, hochauflösendes Video mit der allerbesten Qualität, aber ich wollte einfach mal hier an der Stelle ein paar Sequenzen einbringen, um einfach mal zu zeigen, was das Handy ja mehr oder weniger imstande ist zu leisten, auch eben von der Geschwindigkeit her, was die Scharfeinstellung angeht. Und wie gesagt, man findet so wenig Vergleichvideos und an der Stelle wollte ich es mir nicht nehmen lassen, eben mal für das Huawei P50 Pro an der Stelle so ein Video quasi zu erstellen, quasi für alle, die sich mehr oder weniger die Frage stellen, lohnt sich so ein Kauf oder lohnt er sich nicht? Also ne, da findet man leider so wenig Vergleichsvideos. Insofern wollte ich da ja meinen Teil irgendwo beitragen, um vielleicht da dem einen oder anderen die Entscheidung ein wenig leichter zu machen. An der Stelle ist mir ganz wichtig zu erwähnen, das ist jetzt definitiv kein Werbevideo gewesen für Huawei. Mir ging es hier wirklich einfach nur um den Vergleich mehr oder weniger, denn ich habe mir selber einen Wolf gesucht, mehr oder weniger. Ich habe Vergleiche gesucht, aber ich habe eben speziell in Verbindung Huawei P50 und Aquaristik wenig bis gar nichts gefunden. Und insofern, das Ganze ist mein persönliches Fazit zu diesem Gerät. Da kann ich einfach nur sagen, Daumen nach oben. Bereue ich überhaupt nicht diese Anschaffung und ich bin einfach nur darauf gespannt, was mich noch erwartet an Möglichkeiten, wenn ich mich mit der ganzen Materie noch mal etwas intensiver auseinandergesetzt habe. Thema Videoschnittsystem ist ja auch so ein Ding, da bekommst du ja, wenn du mal bei Google die Frage stellst, welchen Rechner brauche ich für 4K Videoschnitt, bekommst du ja auch die unzähligsten Meinungen und auch das war echt keine einfache Entscheidung, was ich da am System verändern soll. Unterm Strich hatte ich so ein älteren, ich sag mal Office-PC in dem Sinne mit einem i3 von Intel als Prozessor mit 16 GB Arbeitsspeicher, mit einer Festplatte drin von, ich glaube, 1 Terabyte oder was. Also für normale Anwendungen war der völlig in Ordnung. Allerdings eben beim Thema Videoschnitt wurde es dann schon ein bisschen kritischer. So der normale HD-Schnitt war kein Problem. 4K war nur mit extremen Ruckeln verbunden und das war absolut kein schönes Arbeiten mehr. Und insofern musste hier ein Upgrade her, mehr oder weniger. Es ist dann ein Notebook geworden, weil ich hier einfach
ja auch so diesen Mittelweg eben gehen wollte zwischen Flexibilität und auch Nutzen am Ende. Ja, das war ja auch unterm Strich der Grund, weshalb ich mich für ein Handy entschieden habe und nicht dafür entschieden habe, mehrere hundert Euros speziell nur in eine Kamera zu investieren. Und hier bin ich dann eher dann doch so auf dem Mittelweg zwischen Kosten und Nutzen. Unterm Strich habe ich mich da leistungstechnisch so am unteren Limit bewegt, was so quasi an Empfehlungen kommt. Verbaut ist in diesem Notebook ein AMD Ryzen 5 Prozessor. Der Laptop hat 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher und eine 512 GB SSD Festplatte. Das Ganze natürlich mit Windows 10 und was soll ich sagen, es funktioniert einwandfrei. Es gibt beim Videoschnitt in 4K keine Schwierigkeiten mit irgendwelchen Rucklern, mit irgendwelchen Wacklern. Das ganze System läuft so, wie es sein soll, so wie ich es mir ja quasi gewünscht habe, mehr oder weniger. Hätte auch schief gehen können, ja, und dann hast du am Ende Geld ausgegeben und kommst immer noch nicht an dein Ziel. Insofern kann ich da, falls jemand auf der Suche ist und sich auch so mehr oder weniger die Frage stellt, wie viel Geld muss ich denn jetzt unbedingt in die Hand nehmen? Es muss nicht immer High-End sein, es geht auch definitiv günstiger. Und ja, ob er dann am Ende beim Zusammenrendern eine Stunde länger braucht oder eben nicht, soll mir dann unterm Strich auch egal sein. Hauptsache, ich kann eben das Ganze flüssig zusammenschneiden und habe da keinen, ich sag mal, in der Vorschau schon irgendwelche Stockungen drin, was einem quasi den Spaß komplett vermiest. Und das habe ich nicht. Das funktioniert so, wie es sein soll. Und insofern, ja, hat sich auch diese Investition in jedem Falle gelohnt. Wenn ihr Fragen habt, sei es zum System, sei es zum Huawei, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare posten. Ich setze auch nochmal alles in die Videobeschreibung rein, falls ihr da irgendwelche Informationen noch benötigt. Und ja, das soll es unterm Strich gewesen sein als, ich sag mal, finales Update zu den kleinen technischen Veränderungen. Und ich hoffe natürlich, dass ich euch jetzt in Zukunft mit besserem Bildmaterial entsprechend versorgen kann. Gebt mir noch ein bisschen Zeit, bis ich mich entsprechend in alle Funktionen auch so ein bisschen eingefuchst habe. Und ich denke mal, dann bekomme ich das als, ich sag mal, Technik-Muffel dann auch noch irgendwie hin. So viel zum Thema Technik drumherum. Ja, gehört irgendwo zu einer Kanalentwicklung auch dazu und da wollte ich euch entsprechend auch mitnehmen. Die nächsten Videos werden natürlich sich wieder ausschließlich um die Aquaristik drehen, ganz klar, das ist das Hauptthema und ich danke euch fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Habt eine gute Zeit und hoffentlich bis bald. Tschüss.